Hey ho, meine Lieben, es geht los. Ich fahr los. Wohin? Lunser Seminar Nummer 10. Ja, und fahre ich in zwei Etappen. Jetzt, heute Freitag, die erste Etappe, wo ich hinfahre, zeige ich euch nachher oder morgen früh, wenn es dann auf die zweite Etappe geht, fertig zum Lunser. Genau, so machen wir das. Ja, oder so ähnlich. Ja, ich muss los. So Leute, auf in die nächste Runde, am nächsten Morgen weiter zum Lunser, aber nicht alleine. Genau. Fahren wir los? Genau, wir fahren jetzt los. Also, bis später am Chessclub. So Leute, wir wären wieder im Chessclub in Hasewinkel. Spatzo, hallo. Wir haben es geschafft. Ja, ein Glück. Ja, und dann gucken wir mal. Oh. Wie wir denn schon alles da haben. Naja, noch nicht viel, noch nicht viel. Ja, der kleine dicke Nils, der schon wieder widerlich ist. Was ist denn das schon wieder? Das ist doch eklig. Das sind Kokolagen. Was? Kokolagen. Und die essen wir auch. Sagt unser Russe, macht Kokolagen. Ach so. Ach, lecker. Das ist doch eklig. Nein. Pfui. Sowas mag der Junkie bestimmt nicht. Nein. Woher weißt du das? Wollen wir das Essen teilen? Du nimmst das Fleisch, ich nehme beides? Das können wir machen. Kannst dein Fisch bei mir drauflegen. Ah. Tja, mittlerweile wird es hier voller. Ein richtig geiles Wiedersehen gibt es hier auch. Mitten Beef Buddy. Servus. Komm mal aus der Sonne raus. Ja, hat auch geschafft. Dich haben wir ja schon lange, lange nicht mehr gesehen. Das ist korrekt. Schade, dass du aufgehört hast, wirklich. Ja, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber es ist immer wieder schön, alte Bekannte zu treffen. Aber meine Frage, wo hast du den Dicken gelassen? Der ist doch noch hier, guck mal hier. Nee, gar nicht mehr. Ja, 70 Kilo fehlen, ne? Hammerhart. Ja. Ich bin stolz auf dich. Ich auch, danke schön. Jo. Machst du heute hier irgendwas? Nee, ich bin wirklich tatsächlich gekommen, um mal wieder alte Bekannte zu treffen und einfach... Und neue Bekannte zu machen. Und neue Bekannte zu machen, denn es hat sich viel gewandelt. Mhm. Geil. Viele neue Gesichter und ja, einfach einen coolen Tag. Wunderbar. Gerrit? Mir Gerrit nicht um Hilfe fragen. Das schmeckt nämlich sehr, sehr geil. Kann ich dir empfehlen. Danke! Hier wird auch schon gebastelt. Ja, natürlich. Ich musste vorher Vorkosten machen für die Teile. Genau, die ersten müssen ja irgendwie Freiwillige machen. Ja, ja, aber ich... Ist noch einer drin? Nein, ist noch nicht drin. Das kommt gleich. Komm. Aber ich muss sagen, so richtig, richtig lecker. Bisschen so rübergreifen. Und dann schauen wir es wieder an, wenn er es rausholt. Ja, doch nochmal. Von der Seite kurz. Also ich hätte jetzt noch mal ein Stückchen fast genommen, aber nachdem er schon die ersten vier Halbe an mich verfüttert hat vorher, ja, muss ich aufpassen, dass ich ja noch von anderen auch noch probieren kann. Ach, der Tag ist noch lang. Der Tag ist noch lang? Ach komm, her damit. Du schon wieder? Ja, dann immer darf noch. Ich noch nicht. Dann darf ich immer auch, noch. Ich habe die alle gesehen. Immer noch. Oh, du bist aber. Die Hand ist sauber. Genau, das war's für seinen Kosten. Ja. Deswegen haben wir den Käse, gell? Geil. Cool, ja. Komm, ich mach dir den raus. Das kann er. Nee, der Code ist, um das Cap. Ey, du wolltest mich anschauen. Da unten steht die E-Mail für PayPal. Dann kannst du darüber bezahlen. Richtig, richtig, geil. Also ich halte mir die Hand, oder? Du bist mit Verkäufer, Junge. Vergiss nicht, wo du warst. Ich habe schon bei der Konkurrenz bestellt. Wollt nicht noch ein drittes? Nein, ist doch gar nicht. Was wird hier gespielt? Ich wollte gerade sagen, was ist hier? Der Radi ist ja auch da. Servus. Ja. Hey. Wir machen die Hütte, die Prostata-Untersuchung. Genau. Beim Radi. Oh. Ich geh mal wieder, weil das Video ist hier nicht ganz jugendfrei. Sonst. Aber jetzt mal ernsthaft. Viele, viele Brötchen. Was hast du Leckeres vor? Es gibt Bratwurst-Hotdogs mit Thüringer Bratwurst. Oh, da bin ich dabei. Was dürfen wir von dir heute erwarten? Oh, von mir. Heute gibt es Rindergeschnetzeltes in einer Senf-Rahmsoße. Oh, das hört sich auch geil an. Ja, einfach und schnell. Lauter leckere Sachen heute ja, wieder. Ja, richtig easy. Weg. Also doch, das geht ganz gut. Ist auch ein ganz einfaches Rezept. Kann man auch super nachmachen. Hm, okay.
Weil kompliziert kann ich nicht so gut. Gibt's extra Video dazu? Gibt's schon. Gibt's schon? Ja, bei mir gibt's ja schon. Das haben wir schon mal vor 4 Wochen haben wir das verfilmt, ne? Ja. Haben wir es also, schon mal gemacht. Leute, nachgucken beim Hövelgriller, da gibt's es schon. Und wir sehen ja dann später, was es wird. Genau, dann haben wir es im Ofen gemacht, jetzt machen wir es in groß. Okay. Im Fango. Genau. Machst du hier wieder einen riesen Aufriss, oder? Nein, natürlich. Nein, gar nicht. Gar nicht. Komm, ein bisschen ran, Hauptsache ein Puschel oben drauf. Ja, Puschel. Die haben gesagt, es wird kalt. Da habe ich gesagt, damit das Mikro nicht friert, weil die Kamera zittert dann immer so. Ach so. Das ist doch kacke dann. Ne? Was gibt's bei dir heute Leckeres? Oh, wir machen ein leckeres Wildragout. Wildragout? Ja, in dem fetten DO18 vom McAllister. Ah, das ist ein ja. Monster. Okay. Lass uns überraschen. Bin ich ja gespannt. Ja? War das nicht 18a? Da es hier Schleimbacken gibt, die keinen Spaß mitmachen, ist er wieder befreit worden. Oh weia, sehe ich da dasselbe Problem wie letztes Mal? Aber das wird das mal viel besser, weil das kommt jemand aus keinem das Feuer anmacht. So, du nimmst mir meine Arbeit hier weg. Wir können auch draußen. Na, naja. Naja. Und du hast ja wieder die Profagos gleich geklaut. Natürlich! Es sind halt die Besten. Alter! Die brennen wenigstens. Ey, warum hab ich jetzt mal zum Glück für den Kohl? Ich bin unschuldig dieses Mal. Dieses Mal hab ich das Glück für den Kohl. Dieses Mal hab ich's ja aus. Der geht Benzin bei mir. Oh, Leute. Oh. Aber hier füllt sich's langsam oder hat sich's mittlerweile gefüllt. Wir waren vorher gerade noch beim Hotel einchecken. Naja, und jetzt schauen wir mal, was sich hier so getan hat. Die zwei schnibbeln und schnibbeln und schnibbeln und verpassen hier alles. Das ist ja das liebe Schlimme. Ja. Es ist ein schönes Event, aber es gibt ein paar, die müssen arbeiten. Halt, stopp! Ich muss die Paprika probieren. Die rote ist besser. Die rote ist besser. Ne? Ich mag die gelben lieber. Okay. Mhm. Was wir vergessen haben, ist ein Vollwurst hier, der Hüde. Schöner Smoker hat auch hergefunden. Ja, ja. Der Hilfling, das ist doch Destroyer. Ja, das ist Treuer, so hieß er, genau. Ach, der Hilfling, ja. Da werden die Rips gepudert. Genau. Der hat alles dabei. Der Radi hat ein Bratwurst Bratgerät. Und redet nicht mehr mit mir. Konzentriert. Hochkonzentriert. Olli, machst du das korrekt? Ja, natürlich. Zertifiziert sogar, siehst du doch. Perfekt. So, Freunde, alle mal herhören. Oh, jetzt. Ich glaube, wir sind fast voll hier. Vielleicht fehlt eine Person. Oder zwei. Oder drei. Vielleicht. Oder drei, ja. Und vermisst. Ich will mal sagen, oh, die Party ist einfach eröffnet. Klo für die Männer ist da hinten rum. Ja! Die Girl ist da und wir müssen diesen alten Gesto am Leben erhalten, indem wir ihn nicht anzünden. Zünden! Zündet nur die Grills an, sonst ist eigentlich alles, wir sind bald alles heile, oder? Jedenfalls, genau. So, den Jazzclub gibt es schon seit 60 Jahren, ist einer der ältesten Jazzclubs in Deutschland. Ah. Der Welt! Ah! Ah! Genau, hat heute war. Nein, er ist noch da. Da brennt noch nichts. Jo! Okay. Also, wir müssen ihn heiler halten, damit wir nächstes Mal wieder zünden können. Also, Freunde! Männertoilette da hinten und die ja. Zünden! Okay! Zünden! Zünden! Und nochmal! Zünden! Zünden! Aha! Ja, steht irgendwo jetzt. Aha!
fragt einfach die Leute, die da grillen, man ist fertig. Ist am einfachsten. Ja, dann ist was da. Ne? So. Ja, vor der Stunde könnt ihr was essen. Auch einfach geht's. Also Freunde, es gibt zum Start Burger und Hot Dogs hier von Barbecues Gehilfe. Ralf Dieter ist ja schon dabei. Wir haben auch eine Menge YouTube-Blogger und was auch immer da. Einfach mal ansprechen und ein Bier mit dem Trinken. So, viel Spaß, Freunde. Ja! So, Heiko macht hier leckere Burger. Da warten wir jetzt gerade drauf. Und dann gibt es jetzt auch endlich mal im Video nochmal ein Probiererle. Also ihr habt es gerade gesehen, da kommt richtig viel drauf. Jetzt kommt gleich nochmal Fleisch drauf. Richtig, richtig geil. Ich zeig's euch noch schnell nochmal. Jawohl. Bacon hast du da hinten schon? Nee, gell? So, und jetzt Fett von und das. Also die zwei Burger werden jetzt jeweils halbiert und sind für vier Leute. Also lecker, lecker ist er. Ich habe ihn schon fast aufgegessen. Meinen halben. Richtig, richtig geil. Und jetzt sind so circa 2 bis 3 Esslöffel von meinem Sweet and Spicy Gewürz. Das ist Zimt, Zucker, Cayennepfeffer, eine Prise Chili und eine Prise Salz. Und jetzt haue ich es einfach rein und tue es einfach mal durchmengen, dass überall schön von dem Gewürz dran ist. Denkt immer daran, nicht zärtlich sein. Hau rein, die Shit. Geil. Äpfel aus dem eigenen Garten sind die süßesten eigentlich, die es gibt. Eine Sorte Gala, das heißt eine Gala-Art, eine Querz. Jo. Jetzt tue ich die Äpfel schön anbraten. Ach nee, das macht ja mein Spatz. Jo. Ja. Gut, hau rein. Wir machen das nachher. So in 2-3 Etappen oder so. Gelle. Jo. Gut. Jo. Und schön weich machen, ne? Weich. Schön anbrutzeln. Weich, so muss sie sein. So, für uns gerade noch was zum Futtern geholt. Jo, lecker. Und direkt hinter uns hat der nächste eröffnet. Ja. Was machst denn du hier für Sachen? Ich frittiere Pilze. Du frittierst Pilze? Guck mal hier, guck mal hier. Hat es geschmeckt? Da nehme ich dann auch noch so ein paar Tönchen. Ja, dann mache ich. Dann mache ich noch mal eine. Frittierte Pilze. Ja, die schmecken gut. Alina sagt, die schmecken gut. Na, da muss ich, da muss ich unbedingt probieren. Definitiv. Jens, du auch, oder? Unbedingt. Ich war schon gespannt, vom Dennis hat Essen begeistert. Jetzt warten wir mal, bis er so eine Portion fertig gemacht hat und dann probieren wir mal. Ja, ein bisschen was drauf, damit es auch noch mal besser schmeckt. Frittierter Pilz. Kann man machen, definitiv. Nein, danke. So, jetzt wird hier noch Leberkäse im Deckenmantel. Ich wollte einen Gas eingewickelt, gesmoked und mit Bier was? Bier, Marmelade und Honig glasiert. Ja, ja. Genau. Oh, den Süßkram haben wir jetzt auch komplett fertig. Jens, wer hat da schön fleißig mitgeholfen? Tatsächlich der Micha. Ja, schön, dass
dass das zugeht. Also, der Micha hat richtig gut den Keksteig gemacht, gebe ich zu. Und hat uns auch toll geholfen, es hier so fertig zu machen. Und nachher, sobald man das Smoker könnte, geht es alles in den Smoker. Ja, und keiner hat die Cam genommen und hat das gefilmt. Sauerei. Ja, die Pfanne wird auch. Der Kameramann von der Grillshow hat sich auch ziemlich verändert. Cocktail, Curry, Nils. Junkie, komm! Das sieht nicht gut aus. Bleib mir vom Hals. Nein, da war Fisch dran. Bleib mir vom Hals. Ich verweigere die Nahrungsaufnahme bei dir. Oh. Schade, dass du nicht weißt, was gut ist. Ja, aber ich film's trotzdem, weil es gibt ja auch Leute, denen gefällt sowas. Ja, so. So bin ich alle ja anderen. Gar nicht. Nee. Aber ich muss sagen, deine Schrimpsdinger da, das sind schon Riesenteile. Ja, die hat Johnny gut besorgt, ne? Was, du hast es denen gut besorgt? Johnny hat es mir gut besorgt, also den weißt du. Hier wird auch schon wieder randaliert. Ja. Ich will mal hier die Platte versauen. So richtig schön mit Gemüse. Kaputt machen? Ja. Ein guter hier, das ist der René von R&K Barbecue. Und der zaubert uns jetzt hier was Vegetarisches von der Platte. Das kommt bitte nicht ins Kamera. Doch. Film. Ja, Sebastian. Macht Wurst. Wir wursten heute. Entschuldigung, ich bin die Wurst. Jo. Ja, so die letzten Sachen, was hier so gemacht werden. Wir sind ja gerade auf der Hälfte. Ja. Da werden übrigens ja, die Garnelen gemacht. Hast du Wurst gemacht? Eine Bacon-Onion-Wurst. Da möchte ich nachher eine haben. Wenn du schnell bist, bekommst du eine von 5 Kilo ab. Ich habe gesagt, eine möchte ich haben. Vielleicht. Und wenn ich keine krieg, dann... Wenn du schnell genug bist, bekommst du eine. Dann bin ich nicht mehr nett zu dir. Du warst doch nicht. Was? 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 Wir sind jetzt schon das nächste Gerät, wa? Jetzt wird er frech, der Kleine. Ah, ja, wir sind immer frech, weißt du denn? Also eine für mich reservieren. Eine für dich kommt auf jeden Fall. Christian, mein Lieber, was kann man machen? Ich schieße dich schon. Hallo? Ja. Langsam wird es dunkel hier hinten. Ja, wir sind noch ausverkauft. Das ist der Rest. Der letzte Rest? 10 Kilo Rindfleisch sind weg. 10 Kilo? Ja. Okay. Und ja, und das mit zwischendurch Bundesliga. Ja, hier scheint auch nicht mehr viel los zu sein. So Leute, der Sebastian ist mir tatsächlich hinterhergerannt vorher und hat die Wurst gebracht. Und ich muss sagen, ich sag's jetzt hier, ihm sage ich es jetzt heute nicht. Es ist mit einer der besten Würste überhaupt, wo ich bis jetzt gegessen habe. Hammergeil. Ja Leute, es wird wesentlich ruhiger hier. Die letzten Reste werden noch verfüttert. Wie zum Beispiel hier. René versucht verzweifelt sein Essen an den Mann zu bringen. Keiner möchte mehr was. Sehr geehrter Herr Michael, nein. Ist das Gemüse? Ich kann nicht mehr. Auch wenn es verdammt lecker aussieht. So. Ich warte mal noch, bis unser Apfelpie rauskommt. Bratapfel, ja, ihr wisst, was wir vorher gemacht haben. Und ist ja jetzt im Smoker drin. Den möchte ich auf alle Fälle noch probieren und dann denke ich, dass wir hier Feierabend machen werden. Genau du! Gib mir mal deine Finger fest! Wieso fotografierst du meine Form? Die ganze Nachspiel ist runtergefallen. Ja?
Aber sieht mal richtig geil aus. Mhm. Ich hab gesagt, das. Hauen doch lieber eine aufs Maul, das gefällt mir mehr. Jens, hast du dir das so vorgestellt? Natürlich, genau so oder anders. Eieieiei. Irgendwie ist das alles. Wie nennt sich der Apfel? Was ist das? Der Bratapfel. Bratapfel. Und obendrauf eigentlich noch ein Marshmallow. Aha. Also, so. Eigentlich. Oh, sorry. Jo. Da hat der Jens noch auf dem Brettel schön angerichtet. Aber selbst das schaffe ich heute nicht mehr zum Probieren. Keine Chance mehr, Leute, heute. Nichts mehr. So, mit dem fleißigen Jens da im Hintergrund mache ich hier jetzt Feierabend. Aber wir sehen uns nachher nochmal kurz. Genau. So, Leute. Dann machen wir hier noch einen klitzekleinen Rundgang. Also hier haben wir sozusagen ein kleines Wohnzimmer mit Balkon. Da geht's raus. Hier hat sich die... da liegen schon die ganzen Kuscheltiere. Da hat sich die Alina hier einquartiert. Tja. Ja, haben wir gesehen. Dann haben wir ein wunderschönes großes Bad. Oh, ich mache mal Licht an. Oh, ich hab bloß noch meine Jacke in der Hand. So. Ja. So. Ja, wo ist denn der Lichtschalter? Hier. Ach, das war schon wieder der falsche. Ein wunderschönes großes Bad haben wir hier mit einer richtig großen Dusche und einer Badewanne. Richtig geil. Also ich weiß, was ich heute noch mache. Ja. Und wir haben auch unser Zimmerchen. Also ich würde es mal sagen, dieses Mal haben wir es richtig geil hier erwischt im Hotel. Jawohl. Gut. Vielleicht noch morgen früh zu Frühstück noch ein bisschen Video filmen oder so. Ja, und wir werden sehen. So Leute, wieder hier bei Manu angekommen. Ich muss jetzt nachher leider den Heimweg, den restlichen, alleine antreten. Ja, schade. Ja. Aber hilft nichts. Wie hat es dir gefallen? Super schön. Ja, Leute, ich denke in Zukunft auf irgendwelche Veranstaltungen, tja, würden wir uns immer im Doppel- oder im Dreierpack antreffen. Ja, genau. Ja, in dem Sinne, ich melde mich nachher nochmal von zu Hause aus. Puh. Und Manu sehen wir bei Gelegenheit wieder. Genau. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Nein. Ja, okay dann. Bis nachher. So, meine Lieben, machen wir noch den Abschluss vom Lunzer Seminar. Zwei Wochen jetzt, glaube ich, schon her. Exakt so lange, wie es gebraucht hat, bis mein Engelchen wieder zu mir kommt. Und ich kann bloß sagen, ich bin an diesem Sonntag noch gut nach Hause gekommen. Und es war einfach fantastisch mit allen, wo dabei waren. Die anderen Videos sind ja mittlerweile auch schon alle heraus. Da bin ich dieses Mal der Letzte. Macht mir gar nichts. Tja, in dem Sinne, ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Und ja, ein Däumchen nach oben, Abo, nettes Kommentar, das Übliche. In dem Sinne, Leute, bis zum nächsten Video. Tschaikowski. Genau. Tschüss.